Frühschicht. Halb sieben Aufbruchstimmung auf dem AWB-Gelände am Kölner Marweg. Im Viertelstundentakt starten die Müllmänner in ihre Reviere. Im Pausenraum genießt die 7-Uhr-Schicht die letzten entspannten Minuten. Jeder von ihnen wird heute etwa 400 Mülltonnen entleeren. Morgen. 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 Dafür ein blauer zwischen? Natürlich. Hans, wo geht's denn heute hin? Ja, heute geht nach Ehrenfeld und eine Bergische Fluchte. Wo ist es schlimmer? Ehrenfeld. Ja? Also von der Enge, von der Straße her. Also ich glaube, genau. da parkt jeder, wie er will. Also Hauptsache das Auto steht, ob da einer durchkommt, Feuerwehr oder das interessiert keinen Schwein. Über 300 Müllmänner machen sich auf, um Köln ein bisschen sauberer zu machen. Hier gibt es kein Her von und zu, alle sind beim Du. Das Revier 112 ist abfahrbereit. 7 Uhr, Weinsbergstraße, Köln-Ehrenfeld. Während Hans und Franco schon die ersten Tonnen entleeren, kümmern wir uns mit Horst um die sogenannte Auslagerung. Jetzt habe ich schon mal direkt eine Frage als Verbraucher, als Kunde. Ja, bitte. Müsst ihr immer so Sturm klingeln? Wir klingeln immer einzeln. Ja. Ja. Ich muss ja irgendwie in das Haus reinkommen. Ich kriege immer einen Herzinfarkt, wenn ihr klingelt. Ja, es gibt welche, die klingeln immer wie so wilde. Ja. Ja, nochmal, jetzt habe ich schon einmal geklingelt, macht keiner auf, also muss ich wieder neu klingeln. Ja. Eine schweißtreibende Angelegenheit. Was den Profi vom Praktikanten unterscheidet? Die Mischung aus Kraft, Routine und ganz viel Technik. Dennoch, nach 26 Dienstjahren macht sich auch Horst Rücken immer öfter bemerkbar. Was ärgert dich besonders, sag mal so? Was mich ärgert? Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen, je nachdem, wo man in welche Häuser sind, dass die Leute Müll reinwerfen, der da nicht reingehört. Das heißt also Blumenerde und so was. Umso schwerer wird die Tonne. Ja. Ja? So eine Tonne sollte maximal, sag ich mal, so 30 Kilo sollte sie haben. Ja. Wenn natürlich jetzt Leute Blumenkästen leer machen und so was, sind die 30 Kilo natürlich sehr schnell voll. Dann ist aber die Tonne nur halb voll. Ja, klar. So, und die dann die Treppe hochschleppen, dann ist natürlich ein bisschen hart. 9 Uhr, die Kaffeepause ist tariflich vorgeschrieben und bitter nötig, besonders für uns. Hör mal, ich gehe zum anderen Trupp. Ja, alles klar. Wir sehen uns später, oder so. Hat mich auch gefreut. Alles klar. Frohes Schaffen noch. Ein paar Meter weiter freut man sich über helfende Hände. So, jetzt hast du deinen Keeper hier. Wie geht das? Einmal hier so rein, so dran. Ja. Bisschen anheben. Ja. Hier rein. Und dann betätigen. Ja. Hochziehen. Nach einer kurzen Anlernphase tun wir das, wovon viele kleine und große Kinder träumen. Der Fahrtwind und ein ganz besonderer Mannschaftsgeist lassen die Strapazen aus den Kellergeschossen vergessen. Übrigens, am Nachmittag wechselt das Straßenteam ins Untergeschoss. Aber jetzt ist erstmal Pause. Und Markus, wäre das eine Arbeit für dich? Es war schon ziemlich anstrengend, aber ich finde die Kameradschaft bei euch klasse. Also ich weiß nicht, ob das nur für die Kamera jetzt war? Nee, das muss so sein, weil sonst wird der Job nicht funktionieren. Also weil man muss schon Kameradschaft haben, man muss sich auch verstehen, weil wenn jeder gegen jeden arbeiten würde, dann würde der Job auch keinen Spaß mehr machen. 11.30 Uhr Gewichtskontrolle auf dem AWB-Gelände. Knapp 9 Tonnen Hausmüll sind zusammengekommen. Wir begleiten Hans zur Abladestation. Der Nächste auf die 7. Einmal den Rückwärtsgang einlegen und dann wird's ganz schön staubig. Wie viele Tonnen Hausmüll gibt's eigentlich, hat Köln so im Jahr? Ach, im Jahr, ich kann nur sagen, hier werden im Jahr 100.000 gefahren. Ja, und dann haben wir noch die Wikingerstraße, da werden 130.000 Tonnen gefahren. Und dann werden noch zusätzliche Fahrzeuge nach der AVG delegiert. Also da kommt schon richtig Müll zusammen im Jahr. Ne? Derweil wird hinten der gesammelte Hausmüll per Güterzug zur Verbrennungsanlage geschickt. 12 Uhr, es wird Zeit für uns. Hat Spaß gemacht, oder? Spaß gemacht, oder? Jetzt ist mal Schluss hier mit Quatschen. Hier muss noch was gemacht werden. Hier die Rampe muss sauber gemacht werden und dann kannst du wieder einsteigen. Ne? Siehst du, hartes Regiment. Alles klar. Super. Das war unsere Frühschicht bei der Kölner Müllabfuhr. Bis zum nächsten Mal. Frühschicht. Frühschicht. Frühschicht.